Servus und willkommen zu trotzdem 1 gegen 1. Wie ihr seht, wir sind auf der wunderschönen Map Ledge Grab. Wir haben Warzenschwein dabei und hier drüben ist Corby. Corby ist jemand, der weiß, wie wir spielen, wie wir ticken. Deswegen keine Mörser, keine Nukes, kein gar nichts in der Art und Weise. Wir werden hier auf der Map einfach schön stumpf Cannons spielen. Und ihm vorher mit einer EMP auf den Sack gehen. Kein Howie, kein gar nichts. Einfach nur Cannons. Und wenn zwei Cannons nicht reichen, dann holen wir drei Cannons. Dann werden es 4, 5, 6, 7 und so weiter. Wir werden hier keinen sneaky Scheiß probieren, weil Corby wird alles, was wir probieren, knallhart countern und uns einfach mit Ansage und Anlauf in die Eier treten. Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf. So, wir müssen eh gleich noch warten, dass unser... Oh, obwohl. Wenn wir vielleicht hinkommen. Ja, er hat hier schon alles verkauft. Ich gehe davon aus, er spielt Spion. Deswegen kann er auch so easy alles verkaufen, weil er weiß, wir haben die Waffenkammer und keine Option auf eine Büße. Aber das passt doch eigentlich ganz gut gerade von der Economy. Ja, wir floaten ganz kurz gleich. Ja. Aber ich denke mal, ist in Ordnung. Ich denke doch, das war in Ordnung. Und jetzt testen wir aus, ob er wirklich Spion spielt. Wir werden eine EMP platzieren. Und dann mal gucken, wie er darauf reagiert. Sollte er Spion spielen, dann müsste jetzt gleich Woodspam folgen. Nach vorne oder 1-2 Gunner. Sollte er kein Spion spielen, habe ich ihm Unrecht getan, dann tut es mir leid. Aber, was haben wir? Na, wir haben Mörser. Okay. Die habe ich gesehen, mein Freund. Aber... er hat nicht auf die EMP reagiert. Vielleicht doch kein Spion. So. Ah, doch Spion. So, dann gehen wir auf die Windturbinen da hinten. Weil die kann er nämlich so einfach... ja, er kann schon verteidigen. Und zwar sehr einfach eigentlich. Jetzt musst du nur den Kasten nach oben ziehen. Nehme ich. Tech is ready. Und Cannon ist platziert. Die EMP wird verkauft, weil die hat keinen Value mehr. Okay. Ah, Kacke. Der Kasten muss da weg. So ist ja meine Cannon blockiert. Das ist ja meine Cannon blockiert. Ich wollte sagen, das wäre echt kacke. Oh, wie viele davon hat er denn gebaut? Von diesen Kackmörsern. Okay. Das lief jetzt schon mal ganz gut, der erste Gruß. Ja. Na, er hat ja ganz viel davon gebaut, um meine Anti-Air aufs Korn zu nehmen, dass die halt nicht so wirklich adäquat arbeiten kann. So. Das heißt, wir brauchen mehr Gunner. Wir brauchen mehr Gunner. So. Und noch eine Cannon. Die Cannon kommt dahin. Ich weiß, bester Spot für eine Cannon. Aber er wird nie damit rechnen, dass hier eine Cannon schlummert. Damit wird nie irgendeiner rechnen, weil das ist so suizidal. So, noch 1, 2 Gunners mehr. Cannon ist ready.
Und? Dropshot? Oh, Dropshot! Premium! Das hat ihm wehgetan. Das war schön. Das war gut. Da oben. Okay. Hockt schon was drin. Da hockt was drin. Okay. Müssen aufpassen. So, Headsnipe. Na, was? Was zwischen die Scheiße geschossen? Dein Ernst? Ich hab dazwischen diese Scheiße geballert. Das ist bitter. Ich hab von ihm noch keine aktive von Buster gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob er Buster spielt. Die werden nochmal verkauft. Die bleiben mal erhalten, aber ich hätte gerne noch eine Windturbine da oben oder zwei. Und, oh, gar kein Platz. Dann machen wir das dahin. In der Hoffnung, dass er das nicht gesehen hat. Ja, ein Gruß geschickt. So. Dann machen wir das so. So und so. Höchstwahrscheinlich brauchen wir hier gleich wesentlich mehr Türen, deswegen ziehe ich schon mal nach. So, ich gehe nicht davon aus, dass er diese Cannon auf dem Schirm hat. So. Das heißt, die bekommt auch noch mal ein bisschen Defense, weil die ist echt sehr, sehr risky platziert. So viel dazu, wir machen diesmal keinen Scheiß. So. Ah, mir fehlt eine Batterie. Darum klappt das alles nicht. Ja, er ist Booster. Das war abzusehen. Na, ich dachte eigentlich, dass er dann mit den Mörsern auch ein bisschen mehr auf die Aktive spekuliert. Aber anscheinend nicht. So. Das heißt für uns, er hat seine Mörser verkauft. Also werden wir jetzt Mörser platzieren. Und wir haben die Aktive. Wir warten jetzt gerade noch auf ein bisschen mehr Strom. Und jetzt okay. Ja, er hat es jetzt gepeilt, dass da unten auch noch eine Cannon von mir sitzt, die ihm auf den Sack gehen will. So. Okay, haben wir ein Upgrade Center? Wir haben kein Upgrade Center. Das ist schlecht, das heißt, wir verkaufen das dann mal. No, passt. Hätte auch nach hinten losgehen können. So, das wird, haben wir verkauft. Wir brauchen unser Upgrade Center. So. So, einmal ganz kurz reparieren. So. Das ist jetzt halt mega risky. Für mich wie für ihn. Weil keiner von uns beiden weiß, welche Cannon jetzt schießt gleich. Oh, aua. Aua. Ich wollte gerade sagen, solange keine dritte Cannon kommt, ist alles in Ordnung, aber jetzt haben wir ein kleines Problem. Ein ganz, ganz kleines Problem. Weil er hat so viel Feuerkraft gerade. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Er will da jetzt Nägel mit Köpfen machen. Kann ich auch verstehen. So. Hätten wir unsere Technet verkauft, hätten wir das alles nicht im Ansatz behalten können. Die Cannon geht. Warum geht die Cannon? Ganz einfach, weil ich sie mir nicht leisten kann. Ich kann mir den Spaß gerade nicht leisten. So. Und so viel zur ersten Aussage, dass wir auf Mörser verzichten. Ihr kriegt mit, ich habe gelogen. Aber er dürfte jetzt wahrscheinlich viel zu fokussiert sein auf die vermeintliche Cannon da unten. So.
Ja, Kack, der ist halt schon hinten reingefriemelt wahrscheinlich. Ja. Scheiße. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Oh oh. Nein, er macht das, was ich bei ihm gemacht habe. Ah, scheiße. Scheiße. Drei Cannons. Kacke. Ja, das war eine schnelle Runde. Mal gucken, ob er noch Bock auf eine zweite hat, weil ich hätte gerne den Rematch. So, selbe Map, selber Gegner. Corby gibt mir das Rematch. Wir haben den Commander getauscht von Warzenschwein zu Scattershot. Und ja, warum Scattershot? Weil, ganz ehrlich, ob ich jetzt gewinne oder verliere, es ist mir Jacke wie Hose. Für die Map habe ich keinen richtigen Plan. Aber ich will Büßes. Ich will Büßes, Büßes, Büßes. Ich will ganz viele böse Büßes spielen. Und da steckt mal, da eignet sich Scattershot hervorragend dafür. So. Das verkaufen. Dann nochmal hin. So. Er hat 5 Minen dahin geprügelt. Und wir sind mal gar nicht mal so dreist. Wir sind gar nicht dreist. Wir verkaufen hier einfach ganz selbstsicher unser Metall. Und zeigen ihm, dass wir gar keine Angst vor ihm haben. Wir haben gar keine Angst vor ihm. Wenn er gleich eine Büste hat, dann schreie ich wie ein kleines Mädchen. Aber wir haben keine Angst vor ihm. Das waren wahrscheinlich die Lager, was er platziert hat gerade. Ja, das ziehe ich jetzt rein. Da steht Float. Das habe ich ja auch schon gelernt. Manchmal nehme ich sogar Sachen mit. So, 2 Büßes. So, jetzt müssen wir halt noch warten, dass wir wieder alles an Strom und Metall und dies, das, Ananas und guter Wille haben. So, komm. Komm, haben wir gleich. Ich habe hier so viel Metall hinten reingeprügelt. So, haben wir. Da haben wir auch noch Metall hin. Und da auch noch mal Metall. So, jetzt sieht das für Corby da drüben wahrscheinlich so aus, als ob alles in bestester Ordnung wäre. Dabei wollen wir ganz sneaky gleich eine 20 rausprügeln, mit der Bus vorsägen und dann einfach sagen, Gigi! Okay, ein Snipper. Vielleicht doch nochmal Booster. Okay. Okay. Oh nee, er spielt da Rockets oder was? Not dein Ernst. Niemand mag Rockets. Naja, aber auf der Map kann man halt auch viel tanken. So ist es ja nett. Warte, sind das Rockets? Alter, ich bin so ein Affe. Das sind keine Rockets. Ich hab da riesen Panik, dass da gleich Rockets kommen. Und dabei ist nur seine Economy, was er da upgradet. Ach. Ist ja immer ganz gut, wenn man mal rüber guckt und nicht nur sagt, oh, hier, Panik. So. Machen wir das so. Wir müssen das so machen, weil wir haben Scattershot. Und der streut halt ein bisschen. Aber... Scattershot streut ein bisschen, das wissen wir. Trotzdem ist das in Ordnung für das, was wir vorhaben. So, wir brauchen noch ein Upgrade Center. Ja, da wird jetzt ordentlich Holz für die Hütten geklatscht, aber da wir Scattershot sind, kriegen wir das auch weg. Die kommen nochmal zurück in den Stall.
So. Und dann Sandsäcke oben, ja. Das ist ready. Das passt. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier ein bisschen was wegkriegen bei ihm. Komm. Ja! War der erste Kern. Sehr gut. Warum sollte das, was im Ranked oftmals klappt, nicht auch im standardmäßigen 1 gegen 1 klappen? Ja, oh, da reißt alles ab. Da reißt alles ab. Wie herrlich. Wie herrlich. Oh, wie schön. Wie schön. Tja. Ich würde sagen, 1-1. Nein! Ich wollte den Chor haben. Ich wollte ihn haben. Ja. GG, 1-1. Das war schnell. Das war knackig. Und dann wieder Buster. So, es steht nun 1-1. Und wir sind nochmal auf Ledgecraft. Nochmal gegen Corby. Und diesmal mit Firebird am Start. So, was ist der Master... What the fuck? Okay. Ich bin gerade verwirrt. Was zum Geier ist das, was Corby da macht? Oder was ist sein Plan? Das habe ich so noch nie gesehen, dass man erstmal straight up da Metallding reinballert. Okay. Okay. Ich denke mal, er wird einen Plan haben. Wahrscheinlich ist er jetzt auch ein bisschen getriggert, genauso wie wir eben nach der Runde. Ja, gut, dann machen wir es halt so. Ist das nicht das schönste Setup? Aber es muss nicht schön sein, es muss nur funktionieren. So. Und dann fangen wir an mit 1, 2, 3 kleinen Mörsern. Daraus werden gleich 6. Ah, da kommen Nux bei ihm. Okay, da kommen Nukes. Das heißt, es wird Nukes gegen Mörser. Wir beide gehen auf eklige Strategien. So. Ich weiß genau, ich darf ihn nicht mitspielen lassen, ansonsten habe ich ein Problem. Und er weiß genau dasselbe, er darf mich nicht mitspielen lassen, sonst hat er ein Problem. Ja. Aber... Ja, okay, ist ein bisschen zu hoch noch. So. Ah, da brennt ein bisschen was, das ist schön. Je mehr brennt bei ihm, desto besser für uns. Nein, da muss er alles rausnehmen können. Das ist schlecht, das will ich so nicht. Na, Kacke. So. Wir können ihn weiter ärgern, das ist gut. Verschafft uns ein bisschen Zeit. Weil wir müssen gucken, dass wir es gleich weiterspielen, das Spiel. Das war nochmal teuer, das war sein... Ey!
So, ach so. So. Jetzt hier nochmal mit der aktiven rübergehalten. Okay, eben war ich gerade so still, ich war so konzentriert. Ich habe einfach aus der Lippe zum Kauen wieder. Weil, ich bin so angespannt gerade. Ich will die Runde gegen Corby nicht verlieren. An der Lippe rumkaut, das passiert mir so selten, aber es passiert. So, jetzt dürfte er ein Problem haben. Jetzt dürften wir genug Mörser haben, um ihn hier permanent zu ärgern. Was heißt ärgern? Einfach, um ihn da richtig wehtun zu können. So, das ist zu kurz wahrscheinlich. Oh, schön. Schöner Hit. Sehr, sehr schöner Hit. So, wir machen da nochmal was hin. So, wir müssen auf jeden Fall gleich gucken, dass wir unsere Energie irgendwie erweitern. Weil ansonsten können wir das Ganze nicht lange aufgestalten. So, bei ihm brennt alles ein bisschen, das ist gut. So soll es sein. Schön. Okay. Die Salve von euch ist ein Ticken zu weit. So, machen wir es so, dann passt das. Kommt hier noch ein Gunner mit rein. Oh, hinten ist runtergebrochen. Das war seine Windversorgung. Das ist schön. So, dann müssen wir gucken. Wir brauchen noch sowas. Ah, komm, ich verkaufe dich, glaube ich. Kann es sein? Ja, GG. 2-1. 2-1. Danke, Firebird. Ich liebe dir. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und kaut nicht auf eurer Lippe rum. Haha, in dem Sinne, haut rein.